Ich glaube, Sie waren jetzt in jedem erdenklichen Beruf tätig. Sie sind immer kläglich gescheitert. Ja, ich frage mich manchmal, ob Sie sich mit Absicht so blöd anstellen und trotzdem fangen Sie immer wieder was Neues an. Was versprechen Sie sich davon? Ja, ich weiß, ich war Englischlehrer, Gespensterjäger, Entertainer, Senftenträger. Ich war Judokämpfer, U-Boot-Lenker, Fluglotsenarzt, Stuhlgroßhändler, Empfangsdame, Caster, Tankwagenfahrer, Landkartenmaler, Anglerberater. Na, dann Militärgerichtsmediziner, Angela Merkels dritter Geliebter, Landesverkehrsminister von China, tanzende Meere, Schritttätowierer, Bitch. Alles ist schief gegangen, doch das war genauso Plan. Also wieder mit dem Fahrrad auf die Autobahn. Als Frauenschwarm brauchst du Erfahrung. Los, erfahre! Verletzte Kinder kriegen eher Schokolade. Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben, yeah. Ich war Brettspielschreiner, Taxi-Driver, Jet-Lease-Meister, Abschleppdienstleiter, Webdesigner, Steckbriefschreiber, Pepsi-Light-Verkäufer, Taxi-Treiber, Extremsportler, Seelsorger, AIDS-Forscher, Reporter, Skateboarder, Seeforder, Gay-Pornstar, Computerspiele-Tester, Schulkantinen-Bäcker, Flugmaschinen-Chef, gesuchter Kriegsverbrecher, Buchkapitel-Texter, immer direkt gefeuert oder von den Chefen verhauen. Ich nehm das Lächeln in Kauf, denn meine Rechnung geht auf. Einmal zeigt sie mehr Interesse, jede Wunde ist ne Story, also weiter Scherben essen. Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Und ich steuere den Flieger, alle finden den Tod. Du bist ein blinder Passagier, ich bin ein blinder Pilot. Ich werd gerufen, Herr Doktor, ich merk meine Beine nicht. Ich sage nichts, ärztliche Schweigepflicht. Und nochmal, alle finden den Tod. Du bist ein blinder Passagier, ich bin ein blinder Pilot. Ich werd gerufen, Herr Doktor, ich merk meine Beine nicht. Ich sage nichts, ärztliche Schweigepflicht. Sie sind gefeuert! Schade. Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. 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 Willst du sie haben, dann brauchst du hier Narben.